NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat am Vormittag Beckhoff Automation in Veer besucht. Der geschäftsführende Inhaber Hans Beckhoff und seine Tochter Friederike begrüßten den Gast aus Düsseldorf bei der Schmitzek GmbH. Schmitzek gehört zur Beckhoff-Gruppe und realisiert mit mehr als 650 Mitarbeitern die Bestückung von Leiterplatten für Beckhoff. Bei der anschließenden Unternehmensvorstellung präsentierte Hans Beckhoff dem Ministerpräsidenten die grundlegende Funktionsweise der Automatisierungstechnik und die PC-Based-Control-Technologie. Zusätzlich ging es auch um Beckhoff-Produkte und Technologien und um die Beckhoff-Kompetenzen im Bereich künstlicher Intelligenz in der Automation. Hendrik Wüst zeigte sich angetan. Ja, solche Firmen wie Beckhoff, einer von unseren Top-Hidden-Champions, so hidden ist er nicht, aber eben einer der ganz, ganz starken im Bereich Automatisierungstechnik. Diese Firmen geben die Antworten auf alle unsere großen Herausforderungen, wie wir ressourcenschonender unterwegs sind, effizienter unterwegs sind, wettbewerbsfähig bleiben, auch unter den Anforderungen, die wir uns selber natürlich setzen, klimaneutral zu produzieren. Und das geht immer nur mit Innovation, mit Intelligenz. Und die gibt es in genau diesen Firmen. Gegen Mittag verabschiedete sich die Delegation aus Düsseldorf von den Verler Gastgebern. Hendrik Wüst besuchte Beckhoff Automation im Rahmen seiner Sommertour NRW 4.0.